Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Classic Mode. Heute mit Gigamercs. Ist mal wieder am Start. Freue ich mich. Zockt mal gerne. Und da keiner Fiesta genommen hat, bin ich jetzt dran. Welcome to Nova. Ja, sehr schön. So, magischer Schaden ist da. Das ist gut mit Mana-Rössern zusammen. Wir könnten auch vollmagischen Schaden geben. So. Die Ratten sind kacke. Die Masken sind aber auch scheiße, wenn ich Fiesta spielen will. Wir machen das so. Da haben wir eine gute Frontline. Healing lassen wir weg. Ja. Und da fange ich einfach an mit. Off to work. Ja, mit Zweien. Mit Zweien vielleicht. Right away. Keine Ahnung, den Fiesta-Start habe ich noch nie gehabt. Aber wir gucken mal. Ich glaube, die halten doch ganz gut aus. Gerade im Split. Komm, einer noch. Ja. Sehr gut. Gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. Können wir auf jeden Fall mit Mana Ross und 4 reißen. Ja, diese Ratten. Die Ratten kann ich nicht ab. Aber die sehen vielleicht gar nicht schlecht, die Runde. Weil da kann ich gut Mythium ansammeln, wenn ich die Ratten benutze. Komm, wir probieren das dann einfach mal. So, übrigens Leander heute wieder mit dabei und sein Kumpel Pulf. Pulf. Das heißt, heute mal zu dritt. Ist auch immer nicht schlecht, wenn man viele Leute zusammen bekommt. Dann macht es auch gleich noch mehr Spaß. So, das sieht gut aus. Ja, sehr gut. Sieht wirklich gut aus. So, jetzt haben wir keine Mana-Rösser, aber das ist nicht so schlimm. Ich könnte hier noch goldene Beschützer hin platzieren. Einfach noch einen mehr. Oder wir gehen gleich auf die Ratten. Pass auf, wir gehen auf die Ratten. Die sind dann mein Kanonenfutter. Ja, dass die Runde nicht gut wird, war klar. Aber es ist echt viel durchgekommen. Ich hätte keinen Roker holen sollen, sondern uns Mana rausplatzieren. Guck mal hier. Katze und Grawl. Schick mal eine Turtle rein. Jetzt können wir natürlich hier ein paar davon aufbauen. Ja, die Ratten, die werde ich so ausnutzen. Ich hasse die, aber wir nehmen die jetzt. Besser als die Masken auf jeden Fall. Sich können wir noch einen Blocker holen. Direkt rein in die Warteschlange.
Ich glaube, das halte ich ja. Das sind meine Harpien zu stark. Hat auch einer durchgelassen. Der Fiesta spielt. Möglich ist alles. So, jetzt platziere ich immer Manaros. Schützeraura, super gut. So. Hab vielleicht ein bisschen zu viel gebaut. Aber Manaros und Harpien sind halt stark. Die Ratten würde mir dann sicherlich einen Ogre schicken oder eine Hexe. Gehe ich mal davon aus. Oh, ich könnte sogar noch verkacken. Ja, sehr gut. Super. So will ich das sehen. Und nächste Runde will ich aber halten. Da sind die Einheiten viel zu viel wert. Gondom Schützer wird aufgebaut. Ja, stellen wir hier noch einen hin, oder? Ja, guter Plan. Dann holen wir auf jeden Fall schon mal Worker rein. Ja, Manaröser für nächste Runden. 7 und 8. Diese kleinen Scheißratten. Ja, so gut es geht, will ich hier das verteidigen. Weil die Wave ist viel Geld wert, wenn man da einen durchlässt. Und das will ich nicht. Ein Warrior kann ich holen, dann kann ich noch einen Manaros kaufen. Oh, er hat viel durchgelassen, er muss Fiesta spielen. Aber das ist immer fatal, wenn man die 6 durchlässt, hat man übelst viel verloren. Weil da kommen nur 6 Einheiten und wenn du da schon das nicht schaffst, die zu halten, dann ist echt scheiße. Wir bauen das trotzdem so sechseckartig auf. Auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ja, doch, wir lassen das so. Geht auf jeden Fall noch was raus. Dann kann ich hier locker flockig 2 Worker pushen. Da ist immer geil, wenn so ein kleiner Schleim durchkommt, weil da hast du schon mal Geld gekriegt für die Großen. Das werde ich wahrscheinlich halten. Gott, der Beschützer aufgewertet, der hält viel aus. Auch wenn er natürliche Verteidigung hat, ist er super gut. Oh. Nicht verkehrt. Wir könnten hier mal reingucken. Bananenbaum. Hm. Schon hielt dabei auf jeden Fall. Right away. All right, sir. Wir könnten. Ich glaube, ich warte so eine Ratte einfach mal auf. Und dann schicke ich den Mythium holen. Für diese Runde zumindest. Ich habe schon 17 Worker, ich bin wirklich gut dabei. Holy shit.
Okay, nur eine Turtles und Aufwertungen. Ganz vergessen, dass es Gigamurks ist. Ja, am Ende werden wir sowieso mit ganz vielen Mimics konfrontiert werden. Es ist halt einfach so. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist sehr gut. Mimik bringt mir ja tatsächlich wenig. Am besten, wenn die so kleine Einheiten haben. Ja, schön mitgebracht. So, ich baue jetzt einen Golem. Ja, okay, die habe ich scheiße platziert. Egal. Golem in die Mitte. Und dann schicke ich die beiden Ratten auf Schatzsuche. Sollte vollkommen ausreichen. Als Spindu, das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Das sollte man hier mal noch anzeigen. Okay, auf jeden Fall, nächste Wave ist nicht verkehrt. Und da ein bisschen was mitgeschickt wird. Vielleicht so einen dicken Robo oder sowas. Das wäre nicht schlecht. Wir machen mal einen dicken Robo rein. So, das sollte reichen. Ihr macht weiter Schatzsucher. Jede Runde. Da ist er. Der Große. Schick mal eine Schnecke mit rein. Kann. Also wir müssen auf jeden Fall abwechseln zwischen magischer Schaden und Aufprallschaden. Das steht fest. Ja, sieht gut aus bei mir. Hier kommen wir nicht durch. Geht voll klar. Geht voll klar. So, wir nehmen jetzt die Schütze-Aura. Dann kriegt die hier eine Harpie. Und dann könnten wir... mal hier ein bisschen was aufbauen. Wieder eine Schatzsuche doppelt. Das ist immer gut. Drachen verstärken. Ja, es wird erst am Ende interessant. Wenn man dann viel Mythium hat und dann mega viele große Einheiten schicken kann. Aber hier ist natürlich dann auf 13. Die wichtige Rave auf 13 und dann magischen Schaden mit reinknallen. Hi, oh, der wird riesengroß. Also da ist auf jeden Fall ein Voreis wichtig. Weiter aufgebaut. Immer mehr Worker rein. Consider it done. 30 Stück habe ich schon, krass. Wir machen hier ein Upgrade.
von 2 Stück. 3 Worker mit rein und wieder die Schatzsuche. Die gibt es hier jede Runde. Jede Runde wird nach Schätzen gesucht. Ja, wir müssen wirklich auf 13 Voreis schicken, wenn wir da durchkommen wollen. Sonst wird das nichts. Wer schickt noch mit mir drauf? Leander, bist du es? Ich glaube ja. Ich schicke Voreis rein. Der ist wichtig. Magischer Schaden, ja, hast recht, aber Voreis unglaublich wichtig, sonst kriegen wir den nicht down. Wir werden hier mal ein bisschen investieren in Ratten. Drei. Den verstärken wir. Dann können wir ruhig 5 wegschicken. So, das wird interessant. Voreis kommt rein mit einem großen Robo. Also mittelgroß und hier ist ein ganz großer. 7. Jawohl, rechts ist übel schnell weg. Jetzt geht es an die Backline schon ran. Wie habe ich verloren? 2. Es geht. Ja, der war gut, aber es reicht nicht. Der Baum ist zu groß. Der hat leider nicht geholfen. Wir bauen hier Pegasus auf. Das ist gerade sehr wichtig, dass wir da ein bisschen mehr aufbauen. Brauchen Aufprallschaden. So, der Voreis hat nicht so viel gebracht. Wir könnten auf 16 nochmal gehen. Wäre fett. Wir sollten auf 18 gehen. Oh, weil das bringt hier uns nicht großartig viel weiter. Wie sieht es bei mir aus? Der Mol lebt noch. Ja, bringt eigentlich nur Dinos reinzuschicken. So, wir warten hier mal auf. So, du gehst suchen. Und du gehst auch suchen. Ja, da kommt auf jeden Fall ein dickes Ding raus. 8200 Leben. Das ist schon mal was. Auch eine Turtle. Oh, der Mega-Tech-Speed. Das ist voll. Instant voll. Ah, Mega-Worker.
So, wir werfen die auf. Der Rest sind Worker gepusht und drei locker auf Schatzsuche. Wir machen mal vier. Macht es am meisten Sinn. Boah, übelst große Brut. Ohne Voreis kommen wir hier nicht down. Kriegen wir den nicht down. Und er muss halt hiermit gut durchkommen. Die Backline ist, geht gut weg. Der hat jetzt auch mittlerweile schon zu kämpfen. Oh, nur die große Blut durchgekommen. Ein Feuerkäfer. Das war ein Sechser. Und Kanoniere rein einfach. Zum Spaß. Oh, die sind schon gut aufgewertet, na. Machen wir noch eine Line. So, der Rest in den Worker gesteckt. Und dann schicken wir drei weg. Sollte reichen. Das sollte gut reichen. Die müssen wir auch noch aufwerten hier, die goldenen Beschützer. Oh, holy shit. Oh, plus 658. Das ist schon stark. Oh, das ist eine Achterbrut. Ja, Hexen. Hexen machen mehr Sinn. Die können auch neue Einheiten dazu holen. Machen hier einen vierfachen Voreis. Wenn es klappt. Das ist schon krass stark. Jetzt müssen wir unseren Magieschaden ein bisschen aufbauen. Mit den Priesterinnen. Das reicht. Alle auf Schatzsuche. Zack. Das können wir noch reinschicken. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Dann schicken wir noch einen Maulwurf rein. Schauen wir mal. Alter, 12 Stacks. Jetzt geht aber schnell down durch den Packleader. Und Voreisschaden. Ist der ganz schnell down. Zack, weg ist er. Aber seine Backline ist trotzdem stark. Hab ich verkackt? Nö. Schade. Aber wir haben trotzdem gut was gerissen. Wir werden mal hier ein bisschen upgraden. Auf jeden Fall. Hab hier mit rein.
alle aufgewertet, die gehen. Aber oh, keine Ahnung. Mehr Ratten. Das sollten wir sparen auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall einen Haufen Mythium, um durchzukommen gegen den großen Baum. Alter, Alter. 16. Ja, wir sollten jetzt sammeln bis zu 22 und dann knallen wir den ordentlich weg. Wir werden jetzt hier nochmal alles aufwerten, was uns zur Verfügung steht. Das heißt, noch ein paar Mana-Rösser hin. Die sind wichtig. Vielleicht noch ein Golem hin. Alles an Gold muss jetzt in Einheiten platziert werden. Der muss aufgewertet werden. Bananenbaum. Also die Bananenbäume an sich. Er hat nochmal 1200 geschickt bekommen. Verkackt. Das sollte man im Sack haben. Das hält mir jetzt auf die 22. Dann schicke ich nochmal ein Voreis rein, ein Achter. Und dann ist das Ding durch. Schade. Achtunddreißigtausend. Das wurde nur genervt mit den Priesterinnen und den Mana-Rössern, nicht mit den großen. Außerdem ist das ein Dual Lane. Bei Dual Lane ist es immer noch mal ein bisschen anders. Wir hauen noch Golems rein. Die können wir noch gut verstärken, wenn wir dann mehr Verteidigung brauchen. Und dann machen wir die gleiche Strategie wie gerade eben. Und knallen den scheiß Baum weg. Wir könnten noch auf sowas hier gehen. Ogre vielleicht. Nochmal so einen fetten Ogre rein. Ein Achter. Ja, da macht schon die Verstärkung. Passt. Dieses Furzgeräusch, was immer kommt, wenn du einen hochhältst. Wir können auch eine Ratte platzieren. Das mache ich. Holy shit! Ja, wir holen raus, was geht. 1920 geschickt bekommen. Ja, 3800 von mir, 3800 von Leander. Bananenbaum. Oh, der geht wirklich schnell down. Der Vorher ist übel stark. Zack, weg. Chapter
Oh, knüppelt die alle weg. Hexe war gut. Du lane down. Die Einzelnen sind auch schon down. Ich halte sogar fast noch. Boah, wir könnten verkacken, weil die eher da sind. Oder? Jetzt haben wir auch nicht rein. Es wird knapp. 4%. Holy shit. Holy shit. Gab sogar einen Steam-Erfolg. 3%. Es waren aber 4. Egal. Ich beschwere mich nicht. Aber eine gute Runde mit Leander und Pulf zusammen. Krass, Gigamurks. Mensch, das war mal wieder geil. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.